Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu meinem neuesten Video und meinen persönlichen Top 5 meiner absoluten Lieblingsfeuertrainer aus allen Pokémon-Spielen. Und ich würde mal sagen, wir reden nicht weiter um den heißen YouTube-Brei, wir fangen direkt an mit Platz Nummer 5. Der weibliche Magma-Vorstand aus Rubin und Omega-Rubin schafft es hier auf den 5. Platz. Yerdis war einst eine Forscherin im Klimainstitut und besitzt eine sehr hohe Intelligenz. Ihren Anführer Mark vergöttert sie und vollzieht seine Anweisungen ohne jegliche Einwendungen. Sie ist zwar eher zurückhaltend, aber dennoch sehr vorlaut, was man daran erkennen kann, dass sie dem Protagonisten sagt: Du willst dich in unsere Angelegenheiten einmischen? Dann bist du entweder furchtlos oder einfach nur dumm. Oder beides? Ich mach dich fertig, du Baby. Ihr Team ist mit dem Durchschnittslevel von 51 auch alles andere als von schlechten Eltern, denn sie besitzt ein Smogmog, ein Magnaien und ein Kamerupt, welches sie zu einem Mega-Kamerupt entwickeln kann. Also zusammengefasst ist sie eine interessante Gegnerin, welche dir wirklich Feuer unterm Hintern machen kann. Das erste und einzige Top 4 Mitglied in dieser Liste macht es sich auf dem 4. Platz ganz gemütlich. Der feurige Freund von Volkner namens Ignaz ist ein sehr talentierter Trainer und heizt jedem Herausforderer ein, welcher ihn besiegen möchte. Sein Team mit dem Durchschnittslevel von 57 besitzt ein großes Arsenal an unterschiedlichen Attacken, so mal nur zwei seiner Pokémon in Diamant und Perl den Typen Feuer innehaben, nämlich Galoppa und Panferno. Seine restlichen drei Pokémon sind Stalos, Driftzeppeli und Schlapohr, welche jeweils starke Feuerattacken wie Feuerzahn, Feuerschlag und Irrlicht anwenden können. Zudem besitzen drei seiner Pokémon die Boost-Attacke Sonnentag, welche die Feuerattacken nochmal verstärkt und Wasserattacken schwächt. Er betitelt sich selber als Herr über die Flammen und Feuer, aber meiner Meinung nach können andere ihm diesen Titel sogar streitig machen. Ignaz brennt regelrecht für neue Herausforderer und ist definitiv einen Kampf wert. Mark ist der kaltherzige Anführer des Team Magma und ein taktischer Analytiker. Auch ist er der Meinung, dass gewisse Opfer unvermeidbar sind, wenn sie dem Ziel der Organisation dienen. Er ist nicht wie Cyros oder Gezis von seinen Plänen besessen, sondern bleibt in allen Situationen ruhig und behält stets einen kühlen Kopf, was er auch daran beweist, dass es der Magma-Vorstand Kalle in Omega Rubin schafft, ihn von seinem Plan abzubringen, indem er ihm die möglichen Folgen vor Augen führt. Wie auch Yerdis besitzt er ein Magnaien, ein Smogmog und ein Mega Kamerupt, welche alle 41 als Durchschnittslevel besitzen und Gemeinattacken wie Horrorblick, Itemsperre, Gena und Explosion einsetzen. Gekrönt wird sein Team noch mit einem X-Bud, welches jedem Trainer ganz schöne Schwierigkeiten bereiten kann. Dieser Boss ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen und ein würdiger Gegner für alle Hitzköpfe. Der erste Feuerarena-Leiter namens Pyro, dessen Arena auf der Zinnoberinsel liegt, hat sich bis jetzt in die Köpfe der Pokémon-Spieler gebrannt. Der hitzköpfige Quizmaster ist zwar alt, aber das heißt gar nichts, denn er ist trotz dessen ein sehr starker Gegner. Bevor er Arena-Leiter wurde, arbeitete er in dem Pokémon-Labor auf der Zinnoberinsel und war maßgeblich an der Forschung von Mewtwo beteiligt. Er wurde als Kind nur Trainer, da er sich eines Tages in einem Gebirge verlief und nachts von dem Feuerschein eines Lavados wieder nach Hause geführt wurde. Sein Level 40er Team besteht aus vier Mitgliedern, nämlich Fukano und Ponita und dessen Weiterentwicklungen Galoppa und Arcani. Mit der mächtigen Attacke Feuersturm, welche jedes seiner Pokémon besitzt, ist wirklich nicht zu spaßen und der Feuerwirbel lässt deine Pokémon langsam zu Asche werden. Geh vor diesem Kampf auf jeden Fall einkaufen, denn bei diesem feurigen Arenaleiter sind Feuerheiler Pflicht. Den heißen ersten Platz kann sich nur die Feuerkönigin persönlich holen. Die meisten denken jetzt wahrscheinlich an Pachira aus XY, aber halt stopp, denn jemand anderes sticht meiner Meinung nach mehr hervor. Flavia ist die Leiterin der Arena von Bad Lavastadt aus Höhen und ein echt heißer Feger. Ups, ich meine nicht dieses Bild, sondern den Sprite aus der 3. Generation. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber ich finde diesen Sprite einfach nur hot as fuck. Diese kampfeslustige Pose und dieser böse Blick lässt sie einfach nur badass aussehen und Flavia wirkt zudem noch ein gutes Stück femininer als andere Frauen in diesem Universum. Sie ist vielleicht sogar die Enkelin von Kabu aus der 8. Generation, da sie selber sagt, dass sie ihr Talent von ihrem Großvater geerbt hat und Kabu auch Feuer-Pokémon trainiert und aus einer anderen Region als Galar kommt. Ihr Team ist mit Schneckmack und Kamaup auf Level 26 und Kurtel Level 28 zwar nicht so stark wie Pyros, aber trotzdem nicht zu unterschätzen, zumal jedes ihrer Pokémon Hitzekoller kann und ihr Kurtel mit der Attacke Fluch zwar die Initiative um eine Stufe senkt,
aber alle anderen Stats um eine Stufe erhöht. Flavia ist und bleibt für mich die Feuerkönigin selbst, und wenn euch bei solchen Bildern nicht die Körpertemperatur ansteigt, dann kämpft mal gegen sie, denn dann wird das auf jeden Fall passieren. Ja, meine lieben Freunde, das war's mit diesem heutigen Video. Hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und Glocke aktivieren. Falls ich noch irgendwelche anderen Top 5 machen soll, schreibt es in die Kommentare. Und ich würde sagen, Leute, bis zur nächsten Woche. Haut rein und tschüssi.